Der Autobauer Ford zeichnet für das laufende Geschäftsjahr ein gemischtes Bild, frei nach dem Motto USA hui, Europa pfui. Während nämlich im Heimatmarkt die Geschäfte weiterhin gut laufen, kommt der Verkauf der Ford-Fahrzeuge in Europa nicht so richtig auf die Beine. Deswegen erwartet der Konzern im laufenden Jahr einen größeren Verlust in Europa als ursprünglich gedacht. 2 Milliarden Dollar sollen es werden. Zuvor waren 1,75 Milliarden geschätzt worden. Allerdings schafft der gut laufende Heimatmarkt hier eine Kompensation, sodass Ford unter dem Strich nichts an seinen Prognosen ändern muss. Für das abgelaufene Jahr präsentierte Ford heute vor Börseneröffnung einen Gewinn von 31 US-Cent je Aktie und schlug damit die Erwartungen der Börsianer. Trotzdem verliert die Aktie im frühen US-Handel rund 4%, was aber offenbar auch damit zusammenhängt, dass das Papier seit Mitte vergangenen Jahres rund 60% an Wert gewonnen hat. Hier nehmen also offenbar einige Gewinne mit. Ebenfalls mit den Zahlen in den USA kam Pfizer. Der Pharmakonzern hat die Erwartungen der Börsianer auch um einen Tick geschlagen. Hier reagiert die Aktie allerdings positiv und gewinnt rund 1%. Die US-Märkte starten in den Handelstag insgesamt mit wenig Bewegung, allerdings mit durchaus unterschiedlichen Vorzeichen. 0,2% das Plus beim Dow Jones, 0,5% das Minus bei den Technologiewerten an der Nasdaq. Der DAX insgesamt ziemlich müde, das war er schon den gesamten Handelstag über. Und da hat sich auch nach Eröffnung der US-Märkte herzlich wenig geändert. Wir sehen ihn aktuell bei 7.830. Das ist gerade einmal ein Minus von 2 Punkten gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Weiter ausgebaut hat sich das Minus bei der Aktie des Darmstädter Softwareherstellers Software AG. Das Unternehmen hatte heute Morgen mit seinen Zahlen die Börsianer enttäuscht und legte am Nachmittag gleich noch einen drauf, indem es nämlich sagte, dass auch in 2013 der Gewinn eher ein bisschen sinken wird. Nach wie vor ist die Umstrukturierung des Unternehmens der Grund. Gestiegen sind dafür die Verluste bei der Software AG. 17% verliert das Papier aktuell und das ist damit mit Abstand größter Verlierer im TecDAX. Im DAX die größten Bewegungen auf der Gewinnerseite Henkel und ThyssenKrupp plus 1,5 plus 1,8%. Bei den Verlierern auffällig Infineon mit einem Abschlag von 3%. Der Münchner Technologiekonzern legt hier am Donnerstag seine Zahlen vor.